Okay, wir haben unsere Reise gemacht von Stockholm, sind in den Norden hochgefahren und unser oberstes, nördlichstes Ziel war Sanchio Garden. Und ganz viele Schweizer Familien kennen so auch wir von auf und davon. Wir können es nur empfehlen, es ist sehr ruhig, es ist eine wunderschöne Campinganlage, es hat wirklich gut Platz, man wird richtig verwöhnt. Und man sieht halt einfach wirklich die unberührte Natur in Schweden. Es hat einen Haufen Seen und es hat einen Haufen Bäume, wir haben Rentiere gesehen. Und es hat wirklich sehr viel Platz, auch mit so einem grossen Camper können zu fahren. Und die Strecken sind also wirklich gut machbar. Also 4-5 Stunden in diesem Camper ist auch so für unsere Buben mit 7 und 5 Jahren wirklich kein Problem gewesen. Ja, das Ja. hat euch besonders Ja, gefallen. was muss man jetzt da noch dazu sagen? Geschlafen hat man auch gut da. Ja, genau. Es ist wunderbar, gewohnt hat man gut. Ja. Es war wunderbares genau. Wetter. Ja. Man sollte nie glauben, die Schweden sind es kalt. Genau. Wir haben 2 Wochen lang nie lange Hosen an. Wir können baden in diesen vielen, vielen Seen in ganz Schweden, also von schwedischem Lappland wieder Richtung Süden. Und man kann eigentlich mit dem Camper überall durchfahren. Man kann gut parkieren und man kann immer gut posten. Super, wir werden es wieder machen. Hoffentlich. Wenn ihr noch etwas sagen, rennt aus dem Mund. Nein, jetzt. Okay.